Ups. So. Da kommen wieder zwei große. Kommen wir wieder zurück. Verdammt. Ja, ich höre die zwei großen. So ist mein Bogen. Und da kommen noch wieder ein paar kleine hinterher. So 4 bis 5 Stück ungefähr. Uiuiui. Das sieht aber, glaube ich, nicht ganz so. Der ist doch schön ins, elegant ins Wasser gefallen. Ich springe jetzt noch mal elegant ins Wasser. Vielleicht kommt die ja hinterher. Ja, hat sie gemacht. War schade, dass die jetzt Wasser kaputt geht, ne? Wegen der Rüstung, ne? Yep. Die ist leider etwas zu weit gesprungen. Das ist voll Action hier, ja? Ich habe es getötet. Vorsicht! Oh, ich bin schon wieder fast down hier. Ja, yeah, komm her. Danke. Irgendwie diese Schnellwahlkasten funktionieren auch nicht so, wie sie sollen. Immer noch keine Lösung, ne? Was? Hämmern oder was? Oder was soll das darstellen? Ich dachte, ich könnte es mit dem Ramazu-Werkzeug reparieren, aber geht auch nicht. Ja, müsste irgendwie noch von oben aufs Dach kommen, dass man vielleicht von oben anzeichnen kann oder so. Eine Treppe. Geht das irgendwie mit einer Kleintreppe da durch? Na, ich glaube nicht. Oder man müsste. Es ist das komisch ist halt, du hörst zwar dieses Knirschen, aber es tut sich nichts, ne? Ja. Ja, was ist, wenn man jetzt einfach mal die Treppe auf der, ja, an der anderen Seite anzeichnet und dann von oben versucht, dass oder die beiden Löcher wieder zu machen? Kann ja hier eine Treppe jetzt reinzeichnen, kann ich mal versuchen. Machen wir gerade ein bisschen Licht und so, Lichter. So, da ist die Treppe.
Besser habe ich die jetzt da nicht reingekriegt. Das ist die Frage, ob wir dann da auch, ob die auch hochlaufbar ist dann. Ja, müsste vielleicht gucken, dass man, dass die. Aber es ist schon ziemlich, ne? Also ich kann hier sägen, theoretisch, weil da ist nichts Rotes dabei. Das Problem ist, dass da nichts passiert. Wir haben es schon versucht. Ja. Zu den hier. Wieso passiert jetzt bei dir was? Bei ihm sägt das komischerweise. Ich habe es gemacht, also ich habe jetzt hier noch ein Loch dazu gepackt. Ja, das haben wir auch versucht. Ja, bei mir. Das hat ja nur nicht funktioniert. Ach, da wo rot ist, da geht das nicht, oder was? Da wo rot ist, räumt er gerade die komplette Wand mit weg. Ich glaube auch da, wo rot ist, dass er da nicht sägen kann. Das muss komplett weiß bleiben. Warte mal, ich muss mal kurz meine Fernbedienung suchen. Soll ich mal hier eine Treppe reinzeichnen? So. Bisschen schräg vielleicht, ne? Ich sehe hier noch gar nichts, also du hast noch nicht fertig gezeichnet. Nee, ich bin. Aber er nimmt die nicht runter, er macht sie mir nicht runter, die Treppe. Er will sie nicht. Ich bin jetzt gerade nochmal dabei, das Ding komplett groß zu machen. Ja, unglaublich, dass das bei dir geht. Ja, aber eigentlich will der, soll der alles nehmen. Bald brauchen wir keine. Bald brauchen wir keine Decke mehr hier. Oh ja. Komisch, bei dir geht das die ganze Zeit, bei uns nicht. Ich wundere mich, dass sich das hier noch hält. Wenn ich das mache, da kommt nur das Geräusch und passiert nichts. Okay. Kann vielleicht daran liegen, dass du der Host bist, wegen Gebäude zu zerstören. Ja, kann auch sein. Warte mal, ich mach das mal an mit gerade ganz kurz. Also die Treppe musste jetzt schräg rein, sonst hätte das nicht gepasst. Aber die ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch, ne? So, ihr habt ja, ich habe jetzt gerade mal angemacht, jetzt könntet ihr vielleicht auch mal versuchen. Ich glaube, jetzt funktioniert's. Ja. Wird auf jeden Fall. Ja, du machst es gerade kaputt. Ja, jetzt hast du die ganze Decke eingerissen. Ja, da hat sich das Problem doch schon mal erledigt. Ich mach's ja, wieder aus. Eine neue Decke. Wir haben ja jetzt alle ein bisschen also Dynamit. Tut mir leid. Ja. Tut mir leid. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich gleich keine, gleich eine, welche Decken schmeiße. Aber guck mal, jetzt hast du doch schon einen schönen Namen für die Folge. Der Decken-Fail oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja. Sollen wir erst noch mal kurz hell schlafen und dann ja. Nochmal neue. Machen wir das doch. Ja, dann mal hier machen. Ins Bett gehen. Ist hier näher dran. Ja, genau, alle in meinem Bett, danke. Ja, außer du. Verdammt, ich krieg das. Ich würde ja die Tür abschließen. So. Wo ist denn dieser doofe Hasen? Ich habe gerade eine von den Echsen getötet.
So, mal ein bisschen Futter. Baumfeld. So. Nächster Baum. Ah, hier unten ist das Dorf. Aha. Ja, auch ich höre schon wieder was Großes. Sie ist gerade aber noch nicht. Oh, ja, wir sind ja zwei. Mit ganz vielen Babys dabei. Ein Multifister, ein gebärendes. Und dann noch in Blau, ne? Ja. Ja, alle blau. Wow. Vielleicht sollten wir mal anfangen, hier so vorne hier irgendwelche Verteidigungsdinger, Fallen hinzubauen. Ja, wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, ne? Diese Fallen, die von oben runterklappen, die sehen bei den Großen ganz gut. Ah, ich bin schon wieder down. Ein bisschen Ping-Pong spielen hier. Ja. Wo ist denn der andere jetzt? Das wurde aber wieder ausgestellt, ne, mit den Gebäude. Ja, ja. Dankeschön. Ich den schon mal hier ins Feuer. Vielleicht mal ein paar Pillen einschmeißen. Yeah. Wir sind voll die Junkies. Genau, ich werde jetzt hier einfach mal so ein paar Verteidigungsanlagen planen. Ich bin auch gerade dabei. Diese Fallen, die von oben runterklappen, die sind eigentlich recht günstig von den Materialien und ganz wirkungsvoll. Ich habe eine Schlingfalle hingestellt. Ich weiß gar nicht, wie die heißen.
Katapult steht hier. Nee, hier diese Sturzfalle. Die meine ich. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht selbst reinrennt, ne? Hier die erste ist aktiv. Ach, ne? Achtung. Ja, vielleicht sollte man da auch irgendwie noch eine, dann nachher eine Wand rumziehen, ne? Wollte ich jetzt gerade machen, aber ich will ja gerade erstmal hier die Echse töten. Ich setze hier mal nochmal eine Falle daneben. Ha, hab's erwischt. Muss man da dazwischen. Ich baue gleich mal so ein, weil die können ja eh nicht durchs Wasser, ne? Also brauchen wir eigentlich nur eine schöne Wand und um unser Grundstück ziehen. Ja, eigentlich schon. Vorsicht hier mit der Falle hier, da rennt ganz schön nah dran vorbei. Ich mach das einfach mal jetzt. Ich mach mal jetzt ein bisschen hier. Ja, ich mach auch mal ein bisschen mit. So. Wird zwar einiges an Baumstämme kosten, aber. Ja, komm, wenn man jetzt zum Beispiel hier so eine Dings zwischenpackt. Zwischen die beiden Fallen, weißt du, und damit eine Tür, dass man da reinkommt, oder? Ah. Ich hasse das immer mit dem Beenden. Ich will manchmal einfach nicht richtig die, dass du einfach das so. Weißt du, was ich meine? Ja. Man zieht ja einfach weiter, ne? Ja, du kannst halt aber auch nicht beenden, also keinen Schluss machen. So, hier die zweite ist auch. Wir brauchen hier eine komplette Wand. Ja, du, das ist, du benutzt Hauswände hier. Du kannst auch einfach so eine Mauer bauen aus Holz. Das will ich ja machen. Ah, jetzt verstehe ich gerade, was wir wollten. Baumfeld? Daneben. Okay. Auf mich drauf. Nee, ich glaube nee. Nicht. Ah, ich weiß. Moment. Wieso baut ihr ja, Mauern? Also Wände draußen. Ja, das können. War, Kev. Ja, die könnt ihr wieder abreißen, bitte. Die, außer die Baumwände. So die einfachen Hauswände. Ich bin gerade hier, die komplett am Rumziehen. Ich wollte gerade sagen, wie viel zur Verteilung Wände. Wo ziehst du, welche ziehst du rum? Die Holzwände. Warte mal, ich muss jetzt gerade hier komplett wieder raus. So. Wie hast denn du das hingekriegt, dass du praktisch einen Schluss machen konntest zu diesen. Immer wenn ich X drücke, passiert nichts. Dann bleibt er weiterhin beim Bauen. Ich glaube. Moment. Mit R2 platzierst du doch und dann mit X kannst du doch, glaube ich, bestätigen, ne? Ja. Ja, aber dann geht's weiter bei mir. Mit L2 kannst du aufhören. Nee, dann macht er bei mir nur rückgängig. Aha, jetzt. Okay. Komisch. Baum fällt. Ich sehe es. Alles gut. Wie du siehst du nichts. Ich bin nämlich gerade da. Hast du gesehen? Ich hab die Bilder jetzt einmal rumgezogen. Um die, zumindest auf der Seite.
Die Hauswände, die könnt ihr quasi einmal komplett wegreißen. Haben wir schon. Ja. Soll ich mal hier von der Falle noch eine Wand? Ach, bist du schon dabei, ne? Ja. Ich bin eigentlich tatsächlich auch dabei gerade. Ah, hier, guck mal. um den See herum, auch nicht schlecht. Nur zum Schluss kommen ist dann halt immer schwierig. Ich höre ein Baby. Ja, mich springt die gerade an. Mein Gott, wie kann man denn so oft daneben hauen hier? Das ist unglaublich. Wo ist es denn? So. Ach so, warte mal, dann ist ja das Tor hier eigentlich völliger Quatsch gewesen, ne? Welches? Hier das. Ach, du hast da ein Tor hingebaut, okay. Ja, dass man da rein kann. Okay, dass man dann durch das Tor kann, dass die in die Fallen gehen. Ja, die funktionieren schon mal, ne? Sollen wir hier die Wand nicht vielleicht einfach ein Stückchen nach rechts versetzen, dass das Tor... Ja, das wollte ich gerade machen und habe dabei die Übersicht verloren. Warte mal, ich bin hier gerade. Lass die Falle doch erstmal unten. Ja, die kann man ja einfach restarten, ne, sozusagen. Ja. So, warte, jetzt machen wir hier nochmal ein Stück weg. Ich mach das mal, ich mach schon. Mach's schon? Ja, ich mach das schon. Alles gut. Okay. So. Jetzt macht er wieder weiter. Ich will doch einfach nur fertig setzen. Wieso lässt er mich da nicht einfach das beenden? Das verstehe ich nicht. Da hinten kommt schon wieder was Großes. Wenn ich X drücke, bleibt es. Das ist blöd. Jetzt. Haha. Jetzt hat's geklappt. So. So, ich müsste jetzt eigentlich einmal rum sein. Ja, irgendwie kommt hier das Ende hier von der Zaun zu der anderen Teil nicht hin. Was für ein Ende? Na, hier. Das verbindet sich nicht mit dem Anfang. Wo ist denn die große jetzt hin hier? Ich habe hier mal eine Lücke drin gelassen. Bei den Fallen ist ein Tor, F, da müsstest du schon dein... Und hier ist auch eine Lücke. Hier hinten. Versuch das mal hier zuzumachen. Ja, ich hab die ja blind gezogen. Ich hab die ja nicht, die kannst ja nicht um die Kurve ziehen, sondern die kannst ja nur, die verschiebt sich ja ineinander. Na, ich glaube, ein paar Folgen hast du ja noch Zeit für 496 Baumstämme, ne? Das ist ja sonst nicht. 500 Baumstämme, ja. Und wir haben noch ein bisschen weit vor, wenn wir das jetzt aufbauen wollen. So, ich verdrück mich mal kurz ins Haus. Ich müsste mal kurz mein Wasser wegbringen. Ich bin sofort wieder da. Ich finde es auch schade, auf dem PC damals bei den anderen YouTubern hast du gesehen, da konntest du immer noch solche Totems selber bauen, um die abzuschrecken. Das geht irgendwie. Also mittlerweile sind wir bei 577 und ich habe jetzt einmal rund. Das ist die Frage, ergibt die Tür überhaupt hier noch einen Sinn? Hä? Ich gucke gerade mal. Hat das irgendwie behauptet, dass es hier noch einen Sinn gibt? Ich habe vorhin zu ihm gesagt, er soll gucken, dass das hier angeschlossen wird. Aber hier gibt's... Alter!
Jetzt sind beide Fallen ausgelöst. Auch. Alter, war das knapp. Warte mal, ich versuche das mal hier mal zu retten, ja. Warte mal. Wie gesagt, ich habe die blind gezogen.